Herzlich willkommen an der Theodor-Heuglin-Gemeinschaftsschule. Wir heißen hier alle Schülerinnen und Schüler recht herzlich willkommen. Egal, welche Grundschulempfehlung Sie haben, auch inklusiv beschulte Schülerinnen und Schüler. Bitte kommen Sie doch herein. An unserer Schule kann man folgende Abschlüsse machen. In Klasse 9 und Klasse 10 den Hauptschulabschluss, in Klasse 10 den Realschulabschluss und Schülerinnen und Schüler, die im E-Niveau gelernt haben, können dann sogar zum Abitur weitergehen. Einer unserer Schüler, das ist Lasse, und der führt sie jetzt durch unser Haus. Hallo, ich bin Lasse und ich würde Sie jetzt gern durch unser Schulhaus führen. Kommen Sie mit. Hier sind wir im offenen Lernatelier und hier können wir mithilfe des Lehrers selbstständig lernen. Wir sind hier im Lernatelier, hier haben wir eine Tafel, aber auch ein Whiteboard zur digitalen Bearbeitung. Am Whiteboard können wir mit dem iPad uns einloggen und dadurch dann digital Filme anschauen oder auch Bücher bearbeiten. Wir arbeiten an unserer Schule sehr digital, deshalb bekommt jeder Schüler am Anfang der 5. Klasse ein iPad. Damit arbeiten wir im Unterricht sowie auf unserer digitalen Lernumgebung, die bei uns DILA heißt. Und die möchte ich euch heute zeigen. Dies ist nun unsere digitale Lernumgebung. Man loggt sich mit einem Benutzername und Passwort ein. Dies kann man auch über einen Fingerabdruck tun, damit es etwas einfacher wird. Jetzt sehen wir hier unsere Übersicht, wo man die ganzen Fächer sieht. Und ich zeige euch jetzt Mathematik. Hier sieht man drei Niveaustufen. Einmal das grundlegende Niveau, mittleres Niveau und erweitertes Niveau. Grundlegendes Niveau ist auf dem Hauptschulstand, mittleres Niveau auf dem Realschulstand und erweitertes Niveau auf dem Gymnasiumstand. Hier sieht man einen grünen Balken, das bedeutet, dass man den Test bestanden hat. Wenn man ihn nicht bestanden hat, kommt ein grauer Balken und wenn man ihn nicht geschrieben hat, wie hier bei dem gelben Feld, ist er so weiß ausgegraut. Und wenn man auf die einzelnen Tests geht, kann man nochmal eine detailliertere Ansicht sehen. Was noch besonders ist, wir haben hier einen Kalender. Hier sieht man genau, wann Tests geschrieben werden und kann dadurch keine Tests mehr verpassen. Wir haben noch eine Besonderheit, das ist bei uns Talky. Hier kann man mit einem Lehrer oder auch einem anderen Schüler über Videoanruf sowie Sprachanruf oder auch Schreiben kommunizieren, wenn man irgendwelche Fragen hat. Hallo Frau Hase, was finden Sie denn vorteilhaft am DILA Talky? Hallo Lasse, grüß dich. Ja, der Vorteil ist, dass man direkt miteinander sprechen kann, dass nicht der ganze Kontakt über Mails laufen muss und man kann noch zusätzliche Lernpartner dazuschalten, sodass man in Kleingruppen kommunizieren kann. Danke Ihnen. Bitteschön. Alle 2 bis 3 Wochen findet das Lerncoaching statt zwischen dem Lernbegleiter und dem Lernpartner. Man fragt den Schüler, was gut gelaufen ist oder wo er noch Unterstützung braucht, ob es irgendwo Probleme gibt. Und der Schüler steckt sich Ziele für die nächsten 2 Wochen, die er im Unterricht und am Schulleben erreichen möchte. Zweimal im Jahr finden die Lernentwicklungsgespräche mit den Eltern statt. Da ist dann der Schüler dabei, die Eltern und der Lernbegleiter. Und man bespricht die Leistungen und das Lern- und Arbeitsverhalten hier in der Schule. Und der Schüler steckt sich die Ziele bis zum nächsten Gespräch. Und jetzt stelle ich euch ein paar unserer Fächer und ihre Räume vor.
Hier findet das Fach NWT statt, also Naturwissenschaft und Technik. Hier sind wir im IMP-Raum, also Informatik, Mathematik und Physik. Und hier sind wir in unserer Sporthalle. Hier sind wir im Kunstraum. Musikalische Talente werden an unserer Schule besonders gefördert. An unserer Schule gibt es folgende Wahlpflichtfächer: Alltagskultur, Ernährung und Soziales, Technik, Französisch als zweite Fremdsprache ab Stufe 6. Wir sind eine Ganztagesschule. Der Unterricht findet bei uns montags bis donnerstags in rhythmisierter Form bis 15.30 Uhr statt. Freitags endet der Unterricht um 12.30 Uhr oder um 13.15 Uhr. Hier in der Mensa gibt es ein schmackhaftes Mittagessen. Berufsorientierung ist ein Schwerpunkt an unserer Schule. An unserer Schule gibt es ein umfassendes Konzept der beruflichen Orientierung. Wir beginnen in Stufe 5 bis hin zum Übergang Stufe 10.